Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir die zweite Etappe des Saar-Blies-Weges. Diese sind etwa 20 Kilometer und geht von Spiesen Gewerbegebiet bis zur Hanauer Mühle. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann bleibt dran! Hallo und guten Morgen. An dieser Stelle noch einen sehr großen Dank an den besten Papa der Welt, der uns an den Startpunkt gebracht hat. Wisst ihr, warum der Saar-Blies-Weg so heißt? Wir haben bis jetzt auf den zwei Etappen noch keine Saar, geschweige denn die Blies gesehen. Die Beschilderung der zweiten Etappe war nicht so gut und in Wellesweiler bzw. ab Wellesweiler war sie noch viel mieser. Da hat man überhaupt nichts an Schildern gesehen. Schade. Wir haben nun den höchsten Punkt der Tour erreicht bei etwa 16 Kilometer. Es sind jetzt noch etwa 3 Kilometer, dann haben wir das Etappenziel erreicht. Der Weg ist für Anfänger geeignet, da man nur auf breitem Weg unterwegs ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also bis bald. Ciao, ciao.
Kann ich? Bin ich drauf? Ja. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir die zweite Etappe des Sablisweges. Dies geht von Spiesen Gewerbegebiet bis an die Hanauer Mühle, sprich zwischen Hangard und Fürth. Dies sind etwa. Hallo und guten Morgen. Hier an der Stelle noch ein großes Dankeschön an den besten Papa der Welt, der uns ans... Hallo und guten Morgen. An dieser Stelle noch einen großen Dank an den besten Papa der Welt. Er hat uns an den Start... Wir haben nun den höchsten Punkt der Tour erreicht. Wir haben jetzt... Wir haben nun den... Oh, leck.